das Alucard-Schwert hier mit T hat ja die gleiche Angriffsgeschwindigkeit. Und dann gibt es noch einen Zweihänder. Der ist am Anfang recht schwach. Es gibt allerdings eine gute Methode, die dauert allerdings auch ewig schon 3 Jahre. Da dauert es ewig schon 3 Jahre, das aufzupowern, weil je mehr Blut das Schwert quasi trinkt, desto stärker wird es. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dementsprechend, wenn man sich wirklich die Mühe macht und alles auf... Und das Schwert wirklich auf Maximum bringt, in Sachen Angriffskraft ist das Ding dann tödlich. Also das kann so ziemlich alles, glaube ich, sogar one-shotten. Boss jetzt, glaube ich, nicht. Dafür kriegt man das Schwert aber auch sau spät im Spiel erst. Der Vorteil ist allerdings, dass das, beziehungsweise der Nachteil, der Vorteil ist halt die so extrem hohe Angriffskraft. Nachteil an der Waffe ist halt, dass das Ding elendig langsam ist. Also nicht jetzt von dem normalen Angriff her, sondern ungefähr so ist die Angriffsgeschwindigkeit. Selbst wenn man auf die Taste basht, bis zum geht nicht mehr. Und das macht halt dieses Schwert. Ich glaube mal Samuna heißt das sogar. Extrem scheiße für mich. Und da ich eigentlich jemand bin, der dann doch die Variante mehr bevorzugt, recht schnell, aber auch recht stark. Also so ein Mischmasch aus beiden. Deswegen finde ich das Alucard-Sword am besten. Ja, nach unten möchte ich. Ist ja zumindest meine Meinung, also das zumal auch das Masamune muss man halt so hoch trainieren und das Kisser Grimm, das zu kriegen. Tut mir leid, den Aufwand mache ich mir nicht. Ja, die Axt will ich auch behalten. Bin ich schon so stark, dass ich damit two-shotten kann. Gut. So. Da habe ich, glaube ich, auch schon wieder einen Crit hingelegt von 0. Also, das ist Wahnsinn. Im Normalfall verhält sich aber der Crit-Wert ungefähr auf dem Level mal 2. Ich glaube, ich habe auch mal einen Crit hingelegt von 8 war die richtige Stärke und 9 habe ich gemacht als Crit. Kurz kleiner Vergleich. Nein, die Uhr ist scheiße. Beziehungsweise, ja, wie gesagt, die meisten Bosse werden nur bedingt bis gar nicht von der Uhr beeinflusst, also
Die meisten sind eigentlich bedingt davon schon beeinflussbar, aber die werden halt nicht komplett angehalten. Ich glaube auch der stärkste Boss im Spiel ist dagegen immun. Hol ich mir den Sprung. Was ich übrigens auch an diesem Blutmantel mag, ist, dass das schön rot ist. Ich mag eigentlich die Farbe rot. Wobei, so ein richtig schön dunkles Blau, das sieht auch schick aus. Liftboots! Wenn man irgendwo mal schnell hoch will, da sind die Liftboots nämlich um einiges besser als jetzt der als die Fledermaus. Die Liftboots sind allerdings nur dafür dazu gedacht, um schnell von links nach rechts zu fliegen, ist die Fledermaus wesentlich besser. Um nämlich solche Geschichten zu machen. Ah ja, ich weiß schon, wo ich hin muss. Da hätte ich auch einen Teleporter für verwenden können. Ups. Powerpot, nope. Auch bei solchen Gegnern ist eigentlich die Axt sehr schön, weil es halt so viele Gegner auf einmal trifft. Okay, wir haben sogar das auf Maximum, deswegen lege ich jetzt erstmal wieder den... den Dings an. Invisible. Was übrigens auch sehr schön ist, der Mantel verwandelt sich nämlich in die Flügel der Fledermaus. Hier die Stacheln übrigens nicht berühren. Ja. Ich hoffe jetzt... Natürlich kommt hier jetzt keiner mehr. S-Stock. Eigentlich eine schöne Waffe. So ein Zweihänder. Die Zweihänder haben eigentlich immer den Vorteil, die haben eine extrem hohe Reichweite. Nein, meine Axt! Das war's. Da ich doch. Jo, spring mir hinterher! Ich
meine, hier kommen auch die... Oh, doch nicht. Demonic Sword. Ist das die Familie, die ich denke, die es ist? Tatsache. Ach ja, stimmt, ich spiele die japanische Fassung. Vollkommen vergessen. Das Demonic Sword. Eigentlich eine sehr interessante Familie. Auch einer der Waffen, die jetzt gehandelt werden, als sehr stark. Denn ab Level 50 wird das Schwert nämlich an sich stärker. Beziehungsweise es verändert sich. Und man kann es auch dann als Waffe benutzen. Was sehr interessant ist. Ich meine, auch ab Level 50 verändert sich auch das Angriffsschema der Familie. Ansonsten von der Nützlichkeit her ist er eigentlich meiner Meinung nach ziemlich scheiße. Weil, gerade so angriffstechnisch, fliegt nur so ein bisschen rum, macht mal so einen Wirbel und sowas und ansonsten macht das Ding eigentlich auch nichts. Da kommt, glaube ich, schon... Ja, da kommt der Bossraum. Für den Boss möchte ich eigentlich ganz gerne die Axt haben, weil die Axt... Na, komm schon. Gerade gegen den Boss hier eigentlich richtig gut ist. Aber wie ich schon gesagt habe, große Bosse sind besonders effektiv mit der Axt zu bekämpfen. Und das ist zum Fall großer Boss. Ah, das ist besser als... Hier ist auch noch eine Familie. Half Fairy. Stimmt. Es gibt die Fairy und die Half Fairy. Ich meine, von der Nützlichkeit her sind beide identisch. Die Sache ist bloß mit der Half Fairy. Die ist, glaube ich, ein bisschen mehr so auf den Trichter gedrillt. Ja, du bist doch scheiße und alles und Kram. Also, die ist schon witzig. Jetzt frage ich mich aber, wo kriege ich eine Axt her? Ich meine, hier sogar ganz unten. Also man sieht, das Ding macht zwar schon irgendwie Schaden, es ist auch nicht komplett von der Hand abzuweisen, aber wie gesagt, das Ding ist komisch. Dann kann ich auch eigentlich hier gleich die gesamten Sachen holen. Übrigens sehr interessant ist, dass man diesen Inferno Iron Ball auch vernichten kann. Dauert halt extrem lange, weil das Ding halt so viel HP hat. Oh oh.